So Leute, da sind wir beim nächsten Update-Video. Ich dachte, ich trigger mal ein paar Leute. Update-Video wie immer, einmal im Monat, Anfang des Monats, nee, Anfang des Monats. Ich weiß nicht, wie oft ich es noch wiederholen möchte. Wie immer, erstmal, was ist letzten Monat passiert? Wie sieht es aktuell aus? Wie geht es nächsten Monat voran? Dann möchte ich euch ein kurzes Update, das ist ja das letzte Mal richtig gut angekommen mit den Turnieren, auch wenn es diesmal nicht so viele waren. Und dann, wie immer dieses Jahr, das Kanal-des-Monats-Update, also der Kanal des Monats. Ja, was diesen Monat passiert? Unendlich viel. Und gefühlt doch sehr wenig. Fangen wir an mit dem Blackie Talk. Da ging es unter anderem auch darum, welches ist das beste TCG für einen persönlich. Bin mal gespannt. Ich freue mich tatsächlich sehr, das wurde sehr, sehr gut aufgenommen. Genau wie die Gameplays, wie immer. Wir hatten, was hatten wir alles? Madness hatten wir dabei. Wir hatten Colorless Post bzw. Stoneblade, WWPile, Flux Stompy und Affinity und Lands. Alles gedreht im Fischkrieg. Sehr, sehr, sehr cool. Konnte ich auf dem kleinen Turnier, wo ich auch mitgemacht habe, ein bisschen mitspielen, ein bisschen Spaß haben und eben ein paar Videos produzieren, fand ich mega. Dementsprechend, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, schaut ihr euch an. Das sind richtig coole Matches. Dann wurden geopnet, also in den Opening-Videos, einmal das rote und das grüne Challenger-Deck 2021. Wir haben jetzt Ankündigungen bekommen für das Challenger-Deck 2022, die diesmal sehr schnell folgen sollen, was die hier noch obsoleter macht. Aber ich dachte ich mir, ich zeige sie euch mal, weil ich finde die Decks echt cool. Und gerade für Casual-Leute, die jetzt nicht unbedingt Competitive Standard spielen wollen, wenn es sowas gibt in Paper, für die ist das natürlich großartig. Ja, Deck-Tags waren es auf der einen Seite UB Storm, was jetzt Anfang dieser Woche kam, richtig geiles Deck von Domme. Es hat mega, mega Spaß gemacht, mit ihm das ein bisschen weiterzuentwickeln und daran zu schrauben. Es war sehr, sehr cool. Und von mir noch ein Dredge-Deck. Damals eins meiner ersten Decks. Und ja, ich habe es mir wiedergeholt, weil alte Liebe rostet nicht und so. Dann kam ein Blackie zeigt. Und zwar haben die Leute von BB Gaming, ja, wunderschöner Laden, mich gefragt, ob ich den Online-Shop von denen bewerten möchte und mal testen möchte und mal gucken möchte, was man so macht und wie schnell das da ist und so weiter. Und das habe ich auch gemacht. Ich habe ein bisschen ausgiebiger auf den Shop geschaut und weniger auf die Produkte, die ich bestellt habe. Ich glaube, das hat ein paar Leuten nicht so gefallen, aber ich dachte mir, wenn ich einen Shop bewerte, bewerte ich nicht Produkte, die geschlossen bei mir ankommen, die ich überall anders genauso haben könnte, weil es geht ja um den Shop. Und dann hatten wir, ich muss es halt erwähnen, am Dienstag das 300. Booster. Ein VIP-Booster von Double Masters. Ich bin mal gespannt, ob es die zu 2021 auch gibt. 2022. Das wäre natürlich, ob die auch so teuer sind, ob sie daraus gelernt haben. Wir wissen es nicht. Wie war das 300. Booster? Krass. Weil, ja, diesen Monat kam auch wieder eine Menge Booster-Openings. Klar, kommen immer. Jeden Dienstag, jeden Donnerstag. Und ein paar Leute mögen es, finde ich toll. Und deshalb, ja. Das sind die Sachen, die gekommen sind. Ich zähle es noch zum letzten Monat. Das Opening von den geilen Deckboxen von Off-Topic Commander. Hammergeile Teile. Und deswegen erwähne ich sie jetzt zum Schluss, weil sie auch zum Schluss kam. Und deshalb, ja, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, schaut es euch an. Ich bin gefühlt innerlich in Tränen ausgebrochen, mehrfach, als ich dieses Opening gemacht habe. Hammer, 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 Hammer. Es war mega cool. Danke nochmal dafür. Und auch im Namen von Gamery, danke. Aro Gamery, wie immer, Radio Ravnica, schaut beim lieben Gamery vorbei. Bei dem gibt es dann Podcast-mäßig was von uns. Sehr, sehr cool. Dementsprechend, wenn ihr noch nicht genug von mir bekommen habt, schaut da mal bitte nach. Aktueller Stand, es wird weniger. Die Videos werden weniger. Alle, auch meine Kollegen um mich herum, gefühlt machen weniger Videos. Sommerpause, Sommerloch, wie auch immer man es nennen möchte. Bei mir ist es arbeitsbedingt aktuell ein bisschen schwieriger. Aber es kommt ja noch genug. Also gerade jetzt hier die Woche ist ja voll. Nächste Woche sind es, glaube ich, nur Opening, Gameplay und zwei Booster, sehr, sehr wenig, aber hey, dafür war diese Woche eben viel. Ja, in Zukunft, was soll ich großartig sagen? Ich werde weiter Fischkrieg-Turniere fahren und werde die aufnehmen und Spaß daran haben, euch zu zeigen, was wir hier so spielen im Legacy. Und wenn ihr mal in der Gegend seid und einfach mal vorbeigucken wollt, kommt natürlich vorbei. Bin nicht so häufig da, ich bin ja nur eine doofe Aushilfe. Aber ja, trotzdem meldet euch, dann können wir bestimmt irgendwas rausfinden. Ansonsten kommen noch zwei richtig coole Decks diesen Monat. Das eine ist halt ein richtig cooles Deck, weil es mein Main-Deck ist. Und ich das halt geupdatet habe, nachdem ich auch schon mehrfach über das Ursa Texas geredet und gameplayt habe und so weiter. Cooles Deck wird jetzt auch kommen. Und ich glaube, sonst ist aktuell nur noch ein Review geplant in Kooperation mit Ultimate Guard. Ich glaube, sonst habe ich diesen Monat echt nicht so viel vor. Es wird ein bisschen langweiliger. Vielleicht für euch auch ein bisschen cooler, weil es ein bisschen mehr Pause bedeutet. Aber gut,
Sehen wir dann. Ja, dann kommen wir zu Turnieren diesen Monats und das waren sehr wenige. Ich habe einmal FNM gespielt, da bin ich Zweiter geworden und konnte meine Preise nicht abholen, weil mein Zug fuhr zu früh und wir hatten haufenweise UW-Control-Spieler hier, die einfach viel zu langsam gespielt haben. Viel zu langsam gespielt. Dann haben wir eine Fischkrieg-Series gemacht, wo ich Dritter oder Vierter geworden bin mit Texas, weil meine Opscores grausam waren und ich auch nur 2-1 gespielt habe. Was ziemlich traurig war, dass wir diesmal nur 3 Runden gespielt haben. Fand ich sehr doof. Dafür habe ich Top 8 gemacht in Bottrop bei der Bottrop-Series, wo wir 48 Legacy-Spieler, 52 Modern-Spieler waren. Mega großes Event. Für Corona-Zeit halt unendlich groß. Dann habe ich Top 8 gemacht und habe auch einen ziemlich coolen Preis mit nach Hause genommen. Ja, und die letzten 2-3 Wochen war es sehr, sehr mau, was Turniere angeht. Weder FNM noch irgendwelche anderen Turniere. Deswegen kann ich euch nur von den 3 Sachen berichten. FNM war Modern halt, ja, Modern Eldrazi Texas ist für mich halt so ein bisschen... Ich habe den Vorteil, dass die Leute mein Deck nicht so gut kennen. Ich schon. Mal das Death in Texas, dass ich das an dem Samstag nicht so gut gespielt habe wie an dem Sonntag, lag einfach daran, dass ich noch ein paar Konfigurationen anders machen musste. Aber das werde ich euch dann im Deck-Tag verraten, was ich wie ich gespielt habe. Und ja, dann war es das schon wieder. Krass, diesmal rennen wir aber... Oh gut, zeitlich rennen wir echt durch. Krass. Dann kommen wir zum Kanal des Monats. Der Kanal des Monats dieses Mal... Dr. Alzheimer. Mein lieber Freund, ich glaube, ich habe diesen Monat mehr Zeit, doppelt so viel Zeit, mindestens auf deinem Kanal verbracht wie auf anderen Kanälen, was aber auch viel daran liegt. Erstens, ich gucke natürlich mega viel von ihm, weil er viel Oldschool, viel alte Sachen aufmacht, aber auch neuere Sachen, also für mich neuere Sachen, sowas wie Kamigawa, Shadow Moor. Das ist für mich nicht alt, aber für manche Leute ist es alt. Ja, dementsprechend, das macht er auch auf. Zeigt euch coole Decks, zeigt euch coole Sachen, die einfach super unique sind. Gerade im deutschen Raum macht das sonst niemand. Und im Oldschool-Bereich und was nicht alles. Richtig cooler Channel. Guckt bei dem unbedingt mal vorbei. Ich habe den euch so oft schon empfohlen. Ich kann es nicht oft genug empfehlen. Und ja, während alle an die Sommerpause gehen, geht er halt hin und dreht nochmal auf und macht noch mehr Videos, habe ich das Gefühl. Richtig, richtig cool, richtig krass. Der Mann hat so viel mehr Aufmerksamkeit verdient. Gerade wenn ihr euch um alte Produkte, alte Karten und auch so ein bisschen... Das Feeling von Magic von früher, weniger dieses, oh mein Gott, welche Karte muss ich jetzt financing-mäßig kaufen, sondern wirklich dieses Feeling von früher, dieses Oldschool, Casual, Spaß haben an Karten und am Spiel. Wenn euch das interessiert, schaut unbedingt bei Dr. Alzheimer vorbei. Bitte, 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 bitte. Damit verabschiede ich mich. Wie gesagt, wie immer, wenn ihr irgendwas in dem Monat verpasst habt, guckt gerne nochmal nach, guckt euch die Videos an, wenn sie euch gefallen, wenn ihr irgendwas verpasst habt. Hier habt ihr einen kurzen Überblick gehabt, wenn ihr denkt, oh, das hätte ich doch vielleicht gucken sollen, dann ja, auf meinem Kanal könnt ihr es gucken. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr einen Daumen da lassen. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, abonnieren. Ich weiß, ich bin ultra schlecht darin, das irgendwie einzubauen oder sonst was. Aber ich habe so viele Leute, die meine Videos schauen, die nicht Abonnenten sind, aber die wiederkehrende Zuschauer sind. Das heißt, sie gucken meine Videos, weil sie nach mir schauen auf YouTube oder sonst was, statt mich zu abonnieren. Ja, das wäre ganz cool, wenn das so ein bisschen die Zahlen richtig anpassen würde. Aber ich glaube, das Gefühl hat jeder YouTuber. Ansonsten würde mich wie immer interessieren, was habt ihr diesen Monat gespielt? Wart ihr auf Turnieren? Läuft bei euch FNM wieder? Und ja, das ist für mich ja die Hauptsache. Ich bin ja hauptsächlich Spieler und dementsprechend möchte ich mich auch mit Spielern connecten und möchte wissen, okay, wo wird überhaupt Magic aktuell gespielt? Ob es jetzt bei jemandem im Garten war, ob es in einem FNM war, schreibt es mir einfach in die Kommentare. Ich werde darauf antworten. Ihr kennt mich, bin immer dafür da, sowas mit euch zu diskutieren. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Blixit. Ciao, ciao.